Kennt ihr das, dass ihr so im Alltag eigentlich immer nur so ganz kurz mal so zwischendurch lesen könnt und gar nicht mal so richtig lang am Stück, um euch richtig in die Geschichte einfinden zu können? Mir geht das so und ich möchte in diesem Video dem Ganzen mal entgegenwirken. Viel Spaß damit. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir für heute mal vorgenommen, einen sogenannten Readathon zu machen. Einige von euch werden da vielleicht schon mal was von gehört haben. Das haben schon andere Booktuber vor mir gemacht. Die haben mich auf die Idee gebracht. Und das heißt ganz einfach 24 Stunden am Stück zu lesen. Für mich ist das aber gleich von vornherein viel zu geisteskrank, 24 Stunden zu lesen. Ich möchte mich da nicht durchquälen. Ich mache das für mich zu einer Lesenacht. Ich fange einfach um 20 Uhr an und lese dann so lang, bis ich tot umfalle oder einfach keinen Bock mehr habe, weil ich mich weiter durchquälen müsste. Und dafür habe ich mir einfach nur vorgenommen, nichts anderes zu machen. Mein Handy kommt dann weg, jede andere Möglichkeit der Ablenkung auch. Und ich habe mir auch den morgigen Tag freigehalten, sodass ich kein schlechtes Gewissen haben brauche, wenn ich länger aufbleiben will. Passend zum Thema der Nacht habe ich mir natürlich Literatur ausgesucht. Zum einen habe ich da Dracula von Bram Stoker, den muss ich nur noch zu Ende lesen. Circa 30 Seiten habe ich da noch. Und wenn das dann erledigt ist, werde ich mich zwischen Nathaniel und Schatten der Nacht, beide von John Saul, entscheiden. Und jetzt nehme ich euch erstmal mit hinter die Kulissen. Was mache ich für Erfahrungen? Solltet ihr die Erfahrung auch mal machen? Fand ich das cool? Ist das eine gute Sache? Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Dracula ist jetzt zu Ende gelesen. Ganz kurz zusammengefasst kann ich sagen, es ist ja ein sehr altes Buch. Die Leute sprechen eine sehr alte Sprache, was mich am Anfang gar nicht so sehr gestört hat. Aber so gegen Ende wurde es dann doch ein bisschen anstrengend auch und so. Und irgendwie war es nicht ganz so gruselig, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nicht ganz so spannend, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dennoch ein lesenswertes Buch und ich bereue es nicht, das gelesen zu haben, denn es ist dennoch was, wo ich sage, das sollte man schon mal gelesen haben und es ist jetzt auch nicht schlecht, also ich fand es dennoch gut. Ja, und jetzt habe ich mich entschieden, Nathaniel von John Saul zu lesen, einfach weil es ein bisschen dünner ist als Schatten der Nacht und ich einfach sonst kein anderes Kriterium gefunden habe, wonach ich jetzt entscheiden soll. Deswegen habe ich mir gesagt, nehme ich erstmal das Dünnere. Und das ist eben Nathaniel. Das fange ich jetzt an zu lesen. Ich gebe euch gleich ein kleines Update, was mein erster Eindruck ist und wie es mir weitergeht. Es ist jetzt 10 nach 9 und noch bin ich fit. Ja, cool. Es ist jetzt 11:15. Ich lese also seit knapp 1,5 Stunden an Nathaniel. Bin auf Seite 68, das heißt, ich habe 60 Seiten gelesen und ich finde es bis jetzt ziemlich gut, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr vom Schreibstil, das ist nochmal, also ganz ehrlich, gerade nachdem man Dracula gelesen hat, was so ein zäher Schreibstil teilweise auch war, ist das einfach nochmal sehr erfrischend, muss ich sagen, einfach was Moderneres zu lesen. Und ja, das wirkt alles schon ein bisschen mysteriös. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jo, es ist 5 Minuten vor 12. Und ich bin mittlerweile auf Seite 100 von Nathaniel. Es kam mittlerweile eine leicht gruselige Szene. Ich weiß nicht, ob ich sie auch so gruselig gefunden hätte, wenn es jetzt hellichter Tag gewesen wäre. Ich glaube nicht. Also man muss schon sagen, die Nacht macht da schon einigen Unterschied immer. Und bis jetzt kann ich sagen, ich weiß nicht, wie lange ich noch lesen werde. Also es ist jetzt nicht so, dass es gerade im Moment an der Müdigkeit scheitern würde. Aber einfach so, dass ich denke, jetzt reicht es auch langsam. Ich habe halt einfach noch den Ansporn, weiterzulesen, weil das Buch gerade richtig gut ist. Einfach, ich will einfach weiterlesen. Aber ich glaube nicht, dass ich die ganze Nacht jetzt weiter durchlesen werde. Wahrscheinlich nicht mal bis 3 oder so. Thank you.
ja, es ist jetzt 1:30. Ich habe tatsächlich jetzt wirklich seit 5,5 Stunden gelesen, ohne zwischendrin großartig was anderes zu machen. Und in dieser Zeit habe ich ja, 30 Seiten von Dracula noch gelesen und 150 Seiten von Nathaniel. Und ich muss sagen, es war genau der richtige Zeitpunkt für mich, um aufzuhören. Heute ist der nächste Tag und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht länger noch gelesen habe. Aber ich muss mir immer wieder vor Augen halten, dass ich mich von diesem Zeitpunkt an nur noch gequält hätte. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich bin einfach ein Typ, der nicht endlos lang lesen kann. Da kann das Buch noch so spannend sein. Irgendwann ist einfach Schicht im Schacht. Und ich habe 5 Stunden gelesen, was für mich unglaublich krass ist. Ich habe noch nie so lang im Stück gelesen. Und bei mir führt das zu der Erkenntnis, dass ich das öfters mal machen muss. Und dass ich mir auch öfters mal irgendwie kleine Zeiten zwischendrin setzen muss, wo ich am Stück mal eine Stunde vielleicht lese. Das sollte sich bei mir einrichten lassen. Denn viel zu oft geht es mir einfach so, dass ich denke, diese Zeit, die ich hier gerade im Internet irgendwie verbracht habe, hätte ich auch anders nutzen können. Für Lesen zum Beispiel. Viel zu viel meiner freien Zeit geht einfach sinnlos drauf. Und ich glaube, dass das vielen von euch auch so geht. Probiert das Ganze also auch mal aus. Schreibt mir mal, wie viel ihr dann da am Stück lesen könnt. Wie ist eigentlich euer Leseverhalten so? Das würde mich mal interessieren. Wie viel kommt ihr zum Lesen? Wie viel lest ihr so? Würde mich wirklich interessieren. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich wollte noch kurz anmerken, ich habe jetzt auch Instagram. Den Namen findet ihr hier mal eingeblendet, wenn ihr mir da also folgen wollt. Würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.